Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie sind mittlerweile im vierten Modul angelangt und haben schon sehr viel über Learning Analytics gehört. In diesem Video präsentiere ich Ihnen, wie der Einsatz von Learning Analytics Ihnen dabei helfen kann, die Lehre weiterzuentwickeln. Ich möchte nun über die Weiterentwicklung der Hochschullehre sprechen, die Learning Analytics integriert, um das Lern- und Lehrerlebnis für Studierende und Lehrende zu verbessern. Beim Einsatz von Learning Analytics spielen verschiedene Lern- und Lehrtheorien eine Rolle, um die Lernaktivitäten und Lernfortschritte sowie mögliche Bedürfnisse und Unterstützungsmöglichkeiten zu erfassen. Durch die Bezugnahme auf Lerntheorien können wir einen Rahmen schaffen, um relevante Daten auszuwählen und diese angemessen zu interpretieren. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass einzelne Lehr- und Lerntheorien oft nicht ausreichen, um das volle Potenzial von Learning Analytics auszuschöpfen. Vielmehr bietet es sich oft an, verschiedene Theorien und Ansätze zu kombinieren. Das erlaubt es Ihnen als Lehrende bzw. Lehrender, umfassend auf Lernfortschritte, Bedürfnisse und mögliche Lernkrisen der Studierenden zu reagieren. Durch die Nutzung von Learning Analytics können wir einen besseren Überblick über die Online-Lernaktivitäten unserer Studierenden gewinnen und unsere Lehre bei Bedarf an die Lernendengruppe anpassen. Das wiederum kann zu einem besseren Lern- und Lehrerlebnis und letztendlich auch zu besseren Ergebnissen führen. Der Behaviorismus ist eine Lerntheorie, die besagt, dass Lernen durch die Wechselwirkung zwischen Reiz und Reaktion erfolgt. Assoziationen werden gebildet, indem Menschen auf Reize aus der Umwelt mit angeborenen oder erlernten Verhaltensweisen reagieren. Die darauffolgenden positiven oder negativen Konsequenzen formen schließlich zukünftige Verhaltensweisen. Das Modell der behavioristischen Lerntheorie ist das Gehirn als passiver Behälter, der gefüllt werden muss. Learning Analytics wird oftmals eingesetzt, um Rückschlüsse auf Muster im Lernverhalten zu ziehen. In diesem Fall kommt der Behaviorismus ins Spiel. Allerdings ist dieser heute in Misskredit geraten, da das Reizreaktionsschema die Komplexität der menschlichen Lernprozesse nicht erfassen kann. Die kognitivistische Lerntheorie sieht Lernen als einen internen Prozess an, bei dem Lernende Wissen aktiv konstruieren. Im Gegensatz zum Behaviorismus legt der Kognitivismus mehr Wert auf die inneren Prozesse des Gehirns und versucht, theoretische Modelle für die Informationsverarbeitung zu entwickeln. Der Fokus liegt auf der Entwicklung von Methoden und Verfahren zur Lösung von Problemen. Learning Analytics wird in diesem Sinne eingesetzt, um Wissenslücken zu identifizieren und das Lehr-Lernarrangement entsprechend anzupassen. Der Kognitivismus vernachlässigt jedoch den Körper und die Simulation von körperlichen Fertigkeiten und Fähigkeiten. Daher wird das Lernmodell des Kognitivismus im zentralen Anwendungsbereich der Verfahren und Prozeduren zur Problemlösung als zu einfach betrachtet. Der Konstruktivismus betont die Bedeutung innerer Vorgänge beim Lernen. Lernende bauen durch aktive Auseinandersetzung und Interaktionen mit ihrer Umgebung Wissen auf. Demnach wird Lernen als aktiver Prozess gesehen, bei dem Menschen ihr Wissen in Beziehung zu ihren früheren Erfahrungen in komplexen, realen Lebenssituationen konstruieren. Learning Analytics kann den konstruktivistischen Ansatz unterstützen, indem es Lernaktivitäten im Online-Raum für Lernende als auch für Sie als Lehrende bzw. Lehrender sichtbar macht. Die im Zuge des Einsatzes von Learning Analytics gesammelten Daten über das Lernen können helfen, Lernfortschritte in Echtzeit zu verfolgen und die Selbstregulation der Studierenden zu fördern. Darüber hinaus können Learning Analytics Tools dazu beitragen, Lernende bei der Entwicklung neuer Lernstrategien zu unterstützen und bereits vorhandene Lernstrategien zu reflektieren. Die konnektivistische Theorie betont die Vernetzung und den Austausch von Informationen als Grundlage des Lernens. Dabei ist es wichtig, passende Wissensquellen zu nutzen. Learning Analytics kann auf diese Theorie rekurrieren, indem Verbindungen zwischen Lernenden, ihren Lernaktivitäten und genutzten Ressourcen erkannt werden. Dies wiederum kann auf potenzielle Zusammenhänge zwischen genutzten Wissensquellen und Lernresultaten der Studierenden verweisen.
Im Einsatz von Learning Analytics können verschiedene Theorien und Ansätze miteinander verbunden werden. Allerdings basiert Learning Analytics auf der Analyse von vorwiegend quantitativen Daten, die von Lernenden und ihren Aktivitäten in digitalen Lernumgebungen generiert werden. Diese Daten können zwar nützliche Einblicke in den Lernfortschritt, das Engagement und die Präferenzen der Lernenden liefern, aber sie bilden subjektive und emotionale Aspekte des Lernprozesses höchst indirekt ab. Zum Beispiel können Learning Analytics Tools nicht erfassen, wie motiviert Lernende sind, wie viel Interesse sie an einem bestimmten Thema haben oder welche Hindernisse sie auf ihrem Weg zum Lernerfolg überwinden müssen. Diese subjektiven Aspekte von Lernprozessen sind jedoch zentral, um ein umfassendes Verständnis von Lernsituationen zu gewinnen. Aber was heißt der Einsatz von Learning Analytics nun für die Lehrentwicklung? Learning Analytics in der Hochschullehre erfordert Kenntnisse in der Verwendung eines Lernmanagementsystems wie Moodle und grundlegende Kenntnisse in der Erstellung didaktischer Lehrkonzepte. Eine effektive Implementierung von Learning Analytics erfordert auch ein Verständnis für formatives und summatives Assessment. Formatives Assessment ist eine Methode, um den Fortschritt der Lernenden während des Lernprozesses zu verbessern, während summatives Assessment die Bewertung von Lernergebnissen am Ende des Lernprozesses beinhaltet. Sie können durch den Einsatz von Learning Analytics gezieltere Interventionen durchführen und personalisiertes Feedback und Unterstützung anbieten. Darüber hinaus können Sie die Wirksamkeit Ihrer Lehrmethoden und Strategien bewerten und optimieren. Im Folgenden werden die 6 am häufigsten genannten Faktoren aus unserer Begleitforschung hinsichtlich der Lehrentwicklung durch den Einsatz von Learning Analytics dargestellt. Transparenz. Der Einsatz von Learning Analytics ermöglicht Ihnen, kontinuierliche Rückmeldung über den Leistungsstand der Studierenden zu erhalten, anstatt nur am Ende des Semesters bei der Notengebung Feedback zu geben. Dadurch können Sie frühzeitig auf Schwierigkeiten oder Probleme in den Lernprozessen der Studierenden reagieren. Perspektivenwechsel. Das Anwendungsfeld von Learning Analytics eröffnet Ihnen die Möglichkeit, einen tieferen Einblick in das Lernen Ihrer Studierenden zu gewinnen und kann Potenziale und Problembereiche offenlegen. Studierendenorientierung. Durch die Informationen aus Learning Analytics können Sie besser auf die Bedürfnisse der Studierenden eingehen. Zum Beispiel können Schwierigkeiten anhand einer geringen Punkteanzahl bei einem Quiz identifiziert werden, was zu dem Schluss führen kann, dass Nachholbedarf besteht oder Verständnisschwierigkeiten vorliegen. Es ist jedoch zu beachten, dass Learning Analytics lediglich Impulse liefert und die Kommunikation und der Austausch mit den Studierenden unerlässlich sind, um pädagogische Maßnahmen zu setzen. Didaktisches Design. Durch die Sichtbarmachung der Studierendenperspektive können Sie Ihr didaktisches Design hinterfragen und gegebenenfalls anpassen. Lernunterstützung. Learning Analytics wird von Lehrenden oftmals als Unterstützung für Studierende betrachtet. Nicht nur bei der Organisation des Semesters, sondern auch bei der Übersicht über ihre eigene Leistung und der Darstellung der bereits erledigten und noch bevorstehenden Tätigkeiten. Lernumgebung. Sie als Lehrende bzw. Lehrender können eine unterstützende Lernumgebung schaffen. Dazu können Feedback, Anleitung und Unterstützung gehören, sowie die Möglichkeit, Fragen zu stellen und auf zusätzliche Ressourcen zuzugreifen. Die Hochschullehre hat in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht, um das Lern- und Lehrerlebnis für Studierende und Lehrende zu verbessern. Eine wichtige Komponente dieser Entwicklung ist die Integration digitaler Technologien, wie beispielsweise Learning Analytics. Die Nutzung von Learning Analytics ermöglicht es, Daten von Studierenden zu sammeln und zu analysieren, um die Lehre zu verbessern und individuelle Unterstützung anzubieten. Dabei greift Learning Analytics auf verschiedene Lern- und Lehrtheorien zurück, um relevante Daten auszuwählen und angemessen zu interpretieren. Der Einsatz von Learning Analytics in der Hochschullehre setzt Kenntnisse in der Verwendung eines Lernmanagementsystems wie Moodle sowie dem Gradebook voraus und erfordert Grundlagenkenntnisse in der Erstellung didaktischer Lehrkonzepte. Lehrende nehmen insbesondere 6 wichtige Faktoren im Einsatz von Learning Analytics in der Hochschullehre wahr: die Transparenz hinsichtlich der Lernprozesse, die Ermöglichung eines Perspektivenwechsels,
Studierendenorientierung in der Lehre, die Evaluation des didaktischen Designs, die Lernunterstützung sowie die Umsetzung unterstützender Lernumgebungen.